Ein herzliches Willkommen zurück bei Wise Son of Rome mit von Nöer Gameplays als Hobby. Und ja, wir sind hier bei Verteidigung von Rom. Ja, mehr lässt sich dazu nicht sagen. Ich schwitze und es ist geil. Also nicht das Schwitzen, das Spiel ist geil. Und ja, wir machen einfach weiter. Wir sehen ja, was passiert. Ich werde zu unserem Kommandanten rein. Rom wird nicht fallen. Hoffen wir doch. Bewegung. Ah, es geht schon weiter. Stirb. Geht doch. Ach komm, ich bin noch weggegangen. Hinten nicht raus. Der Dicke hält aber auch viel aus. Okay. Meine Fresse, nee. Bewegung! Stirb doch mal, du Scheißkerl, du! Achso, ist schon tot. Geht doch, endlich mal! Ja, greift jeden einmal an. Warum halten die alle auf einmal so viel aus? Achso. Die bringt den doch eh um. Das war mir so klar, das kann man den auf der Geschichte schon absehen. Scheiße. Jetzt ist der Zenturio dran. Na super. Gute Nacht. Ich krieg dich. Es
kommt wieder die mysteriöse Frau, nehme ich mal an. Marius, Sohn Roms, erhebe dich. Es ist noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Sieh dich um. Wie soll ich den Fall Roms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. Boudica. Das war wohl der Kopf, den wir ganz am Anfang auf der Brücke jemand in die Hand gedrückt haben, um den Kampf zu beenden. Huch, wo bin ich denn jetzt? General! Wir können Sie nicht mehr lange aufhalten! Boudica. Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch... Die Gunst der Götter ist versiegt! Wir müssen... Zurückfallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer verlassen? Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom! Ich schwöre dir, Centurio, dass Rom nicht fallen wird. Nicht heute. Heute kämpfen wir. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Palast angreifen. Los! Verstanden. Die Frontlinie wird halten. Und wenn ich selbst dafür sorge... Besiege Boudica, geh zum Flussufer. Wie bin ich denn überhaupt hierher gekommen? Wer bin ich eigentlich? Hier lang, General. Boudicas Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Wir durchbrechen Boudicas Leibwache und töten sie. Bestimmt leichter gesagt als getan. Das ist echt Mist. Ich kann noch 12 Minuten aufnehmen. Für die Barbaren am Flussufer. Die schöne Stadt. Meine Ruhe. So, er hat überlebt, sehr schön. Auf der anderen Seite des Flusses fest. Wir haben Belagerungswehren auf der anderen Seite. Ein Schuss vom Scorpio könnte das Ding aus Wunder. Öffne dieses Tor. Aufrücken! Habe ich zu früh eben gerade das Ding abgeschossen? Natürlich komme ich nach. Kann ich doch nicht allein lassen.
Auxiliarschützen der 19. Herr. Folge mir. Ja, Herr. Da unten. Unterstützt sie. Wo werfe ich denn überhaupt hin? Ja, genau, lass dich doch treffen. Salve abfeuern! Salve abfeuern! Salve abfeuern! Schützen eliminiert, Herr! Los, Männer! Ausrücken! Ausrücken, wohin? Da kam ich her. Hä? Geht es doch hier lang? Ach, tatsächlich. Ach, die haben das Tor aufgemacht. Boudica! Auf dem Elefanten! Sie versucht, die Palastverteidigung zu durchbrechen. Wo hat sie den? Mit der Artillerie aus. Da oben auf der Anhöhe steht ein Scorpio, Herr. Kriegselefanten! Vorsicht! Noch ein Kriegselefant! Das war aber knapp. Warum sind das so viele? Wo hat Boudica schon wieder einen Kriegselefant? Nee. Toll, wo ist sie jetzt hin? Jetzt nimmt sie ein Bad. Erinnerst du dich an mich? Hallo, ich will runter. Ich muss ihn töten. Oh, ich schwitze. Komm her, ich hab dich vorhin schon mal einmal besiegt. So treffen wir uns wieder, Römer. Ergib dich oder zahl den Preis. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Ich habe Übungen aus dem Kolosseum, meine Freunde. Bitte was? Ich hab doch geblockt. Was soll der Mist? Bin kurz vorm Ende. Hinterher. So treffen wir uns wieder, Römer. Ja. Ergib dich oder zahl den Preis. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals.
Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Komm, nett einfach mal fragen, gut ist. Oh, das ging anscheinend durch. Genau, schmeiß sie runter. Ich brauch dir den Kopf, ey. Erheb dich. Tu es jetzt, Bodhika. Schon wieder volles Leben. Woher hat die jetzt schon wieder volles Leben hier? Das musste natürlich sein. Ja, ich weiß. Okay, wie gesagt, muss ich einfach immer warten, bis hier angreift. Was denn? Hat er irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Heute nicht, Bodhika. Bodhika, wie auch immer. Doch nicht mein Typ. Errungenschaft. Sohn Roms. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Kann ich es tun oder nicht? Tu es, Römer. Tu es. Centurio Severus zu mir! Der Anfang. Stell das am höchsten Ort, auf den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Ihr ließt meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht, eure Eitelkeit, eure Arroganz haben dazu geführt. Warte, 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 warte! Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an! Gib mir deinen Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Du sagtest, die Barbaren seien besiegt. Also? Nicht sie hämmern gegen die Tür.
Es sind meine Prätorianer. Wachen! Wachen! Damokles ist hier! Er will mich töten! Beschützt mich! Marius, mein Guter. Was wird das hier? Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Wie hart ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen? Spielt eure Spiele, wir Götter die unseren. Aber das Spiel hat Regeln. Oh. Räche die Ermordung in deiner Familie. Das erfahren wir allerdings erst bei meiner nächsten Aufnahmesession. Scheiße, ich bin kurz davor fertig zu sein, aber ich muss mich fertig machen. Ich muss noch in die Nachtschicht. Oh Mann, was ein Spiel. Hammerspiel. Ich bin echt begeistert davon. Ich denke mal, ihr auch. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir. Ihr dürft mir ein Abo da lassen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann erfahrt ihr bestimmt auch, wie es weitergeht. Hoffentlich nicht bei anderen, sondern bei mir. Treue. Okay, das war Why Son of Ro mit von Nuer Gameplays als Hobby und wir sehen uns. Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Auf Wiedersehen und tschüss.